Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Wir sind hier wieder bei Batman. Ja, und ich muss mich ein bisschen entschuldigen, dass die Folgen nicht wirklich da reinkamen. Ich hatte zwar noch ein paar, aber die könnte ich auch wieder erst später machen, weil ich die noch separat bearbeiten musste. Ein bisschen Informationen hinzufügen und so. Und das ging halt nicht so schön. Das ist ein bisschen schade gewesen. Danach amüsieren wir uns dann mit dir. Oh, danke. Endlich ist die Steuerung wieder anständig. Weil ich habe das Spiel deinstallieren müssen, neu drauf installieren müssen. Und das ist so nervend, wenn sowas passiert. So, jetzt müssen wir aber erstmal. Also, wir machen das mal so. Wir werden irgendwie die nacheinander alle umnieten. So dass die einen auch dann nicht so mitbekommen. Ich hoffe einfach nur, das funktioniert prima. So. Ich hoffe mal, ich kann den irgendwie Ecken ausschalten. Ah, oh, super. Oh. 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 Ah, das ist doch kacke jetzt. Die und ihre scheiß Nachtsichtgeräte kotzen nämlich an. Hallo. Er ist erwischt. Er setzt Nebel ein. Komm los. Geh weg. Okay. Au, scheiße. Langsam verreck ich hier, ne? Ach, komm schon. Also ich weiß echt nicht, wie ich anders gegen die kämpfen könnte. Nickerchen, was? Genieß es. Es ist dein letztes. Das ist jetzt ein bisschen irgendwas. Ich mag's nicht, gegen solche extrem starken Gegner zu kämpfen, Mann. Das ist so gemein. Ha, okay, ich brauche auf alle Fälle eine andere, bessere Möglichkeit, um denen jedes Mal die Waffen wegzunehmen. Aber es dürfte ja meistens immer mit der 2 gut funktionieren, ja. Na gut, probieren wir es halt nochmal. Aber die Sache mit den Ecken ausschalten, das war ziemlich cool und hat wunderbar funktioniert. Aber ich habe dann halt diesen komischen K.O.-Schlag benutzt. Und das will ich ja eigentlich auch. So, klappt denn das hier nicht? So, machen wir das mal fix ran hier. Ich hoffe, die hören das nicht. Oh, die Taste habe ich noch gar nicht belegt, aber na gut. Oh. So, hier kann man dann fein runterklettern. Batman. Nein! Was? Nein! Wieso klappt denn jetzt diese Eckenausschaltung nicht? Ist das kacke? Nein! Von hier drüben, ganz sicher. Hallo! Er kam von hier drüben, ganz sicher. Ach, komm jetzt. Ist entwischt. So, und jetzt noch fix. Ja, okay, einer ist weg. So, jetzt hoffen wir einfach mal, dass das funktioniert. Hier drüben! Okay. Und jetzt hier den. Oh scheiße, nein, ich muss hier weg. Wow, nein. Oh Gott, nein. Hallo. Ah, renn bitte. Scheiße. Okay. Ich darf auf alle Fälle nicht den. Schneidet ihm die Maske vom Gesicht. Seid nicht allzu vorsichtig dabei. Aber ich darf auf alle Fälle nicht den Dings benutzen. Ich darf nicht laut machen, das ist gemein. Und vor allen Dingen kann ich nicht diese Riddler-Trophäe einfach so sehen. Spocke, das fand ich nicht so toll. Kann ich denn nicht einfach mal hier so ein Bild von dem Teil machen? Nee, geht nicht, keine Backgurte, weil man es nicht direkt sieht. Das ist doch behindert. Hör zu, du Schwein. Du bist nur noch am Leben, damit Batman hier einen hat, den er retten kann. Ja, und wenn er versucht, hier kommt das zu tun, niemand. Werde ich mit spitzen Ohren abschießen. Danach amüsieren wir uns dann mit dir. Batman wird euch Versager als hoffentlich klappt das. Was ist eigentlich das hier für eine? Ein Scheiß wird er. Kabelpot nimmt nur die Besten. Wir sind nicht wie die anderen Vollidioten hier. Wir sind Profis. Also ich muss sagen, von hier aus, was war eigentlich diese mittlere Maustaste, die. Ah, habe ich nämlich vergessen noch zu belegen. Die muss ja hier irgendwo sein. Mittlere Maustaste.
Umhang betäuben. Ah, das kommt noch auf die Daumentaste und dann funktioniert immer alles wunderbar. Weil ich hasse es, aufs Mausrad zu klicken. Das ist ein unangenehmes Gefühl. Könntet der jetzt mal bitte hierher kommen? Ich hätte noch ein bisschen weiter rennen können hier, damit er mich wenigstens anständig mitbekommt. Okay, ich hoffe mal, das klappt. Gut, noch ein Stück, noch ein Stück. Jetzt. Noch ein ganz kleines Bisschen. So, wenn man weiß, dass man am Tod oh, ist das wundervoll. Sein wird. Was denn? Du glaubst, dein Nachtsichtgerät verschafft dir ihm gegenüber einen Vorteil? Wenn es mal ein ganz kleines bisschen besser funktioniert, ist das herrlich. Du verlierst die Leute. Mal sehen, wer zuerst bei Null ist. Na, kommt der jetzt hier weiter nach oben oder nicht? Ich habe euch einen Befehl gegeben. Los! Oh Gott, Leute, bewegt eure Ärsche her! Sofort! Aha. Oh, oh, jetzt wird's spannend. Hey, wach auf! Nein, Mann, nein, nein, komm, nein. Wach auf! So. Oh, scheiße, nein. Den muss ich jetzt als erstes machen. Komm, 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 komm. Jetzt. Wir sind erledigt. Was zum Wichter machen wir denn jetzt? Noch ein kleines Stückchen. Wir müssen uns jetzt noch wichtigere Dinge kümmern. Yeah. Zeig dich, Feigling! Und wieder einer weg. Obwohl, nee, wir lassen das mal lieber. Siehst du ihn? Mir fehlt wir rennen mal lieber weg. Das ist nicht gut, oder? Aber ich bin mir sicher, dass mich der Rest von euch nicht enttäuschen wird. Na, vielleicht aber auch nicht. Wir haben Pinguin gehört. Bewegung! So. Hier ist jemand. Hoffentlich rennt ihr jetzt nicht so schnell hier hoch. Eckendeckung. Aufwachen! Oh. Hörst du mich? Der wach kommt auf! Hin. Nein, wieso hat er mich denn gesehen? Oh, das ist doch Nerven mit diesem verkackten Umhang. Den sieht man jedes Mal. Das ist doch... Das ist doch nicht der Sinn und Zweck. Dann sind Sie sicher. Ich weiß, was du vorhast. Das wird nichts. Das ist doch nicht der Sinn und Zweck dieses einen Umhangs. Was ist denn das? Ja, circa... Okay. Ist er nicht. Wo ist er hin? Und was jetzt? Ich bin hier unten. Was fällt denn hier die ganze... Was ist denn dieses Dong? Das ist so ein schlimmes Geräusch. Denke ich jedes Mal, alles Mögliche stürzt mir gleich ein. Okay, kann ich irgendwie nach oben? Nee, kann ich nicht. Ich dachte, ihr könnt das. Der lässt euch ja wie Idioten aussehen. Okay. Komm, 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 komm. Noch ein Stück. Wald habe ich ihn. So, und mit... Gehe ich hin. Und von hier aus könnte ich dann... diesen Feind ausschalten. Oh, wie das wunderbar funktioniert. Nächster. Ja, kommt doch. Oh nein. Na, scheiße. Hier muss ich erstmal wieder weg. Und... gehen wir wieder mal hier hin. Und hier können wir runter. Mit ein bisschen Glück könnte ich den sogar hinterrücks ausschalten. Das dürfte auch funktionieren. Oh, oh, das ist gemein. Ich muss unsichtbar bleiben, um sie zu retten. Ja, das glaube ich auch. Wehe, du drehst dich. Wehe, du drehst dich. Wehe, du drehst dich. Ach, du dämliches Mistding. Das gibt es doch nicht! Wieso hat er sich gerade in dem Moment gedreht? Oh! Einen gebrauchten Bettsuit? Das Blut geht sicher ab. Ist das Nerven? Wie kann ich den da irgendwie betäuben? Das ist doch... Wie soll ich das denn hinbekommen? Ist das gemein mit diesen Geiseln, ey. Hat's aber auch nicht leicht. Okay, also wir müssen es mal wieder auf die Standardanweise machen. Ja, und ich werde jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit so bleiben, weil so kann ich besser hör zu, du Schwein. Die Gegner im Auge behalten. Leben, damit Batman hier einen hat, das klappt wunderbar so. Ja, und wenn er versucht, das zu tun, werde ich ihm seine spitzen Ohren abschießen. Danach amüsieren wir uns na, dann komm. Mit dir. Dieser Umhang ist so verräterisch und nervig.
Ein Scheiß wird hier. Ich frage mich, wie man irgendwie langsam aus der Eckendeckung rauskommen könnte. Wir sind nicht wie die anderen Vollidioten hier. Wir sind Profis. Das wäre nämlich ziemlich praktisch. Und wieder einer weniger. Ei, was ist das denn? Schöner, sehr, sehr, sehr schöner Anzug. Mir fehlt ein Mann. Aber ich bin mir sicher, dass mich der Rest von euch nicht enttäuschen wird. Ja, hoffentlich mal. Ihr habt gehört, was der Pinguin gesagt hat. Ein häufiges Speichern wäre sehr von Nutzen. Hier drin. Nein! Oh, wieso konnte ich denn nicht nah genug ran? Oh, ich hasse es, wenn die Tasten nicht zum richtigen Zeitpunkt da sind. So. Okay. Zu mir. Ich hab Hallo. Ja, genau so muss das sein. Nein. Okay. Und du gibst mir jetzt mal kurz deine Waffe her, genauso wie du. Okay, und jetzt muss ich erstmal weg. Wow, Junge, Junge. Das war sehr knapp. Und mein Leben ist auch ziemlich weit unten. Ich weiß, was du vorhast. Ich mag das nicht. Warte mal, irgendwas ballert auf mich. Ah, da verschießt. Schön wär's, wenn die. Ihr müsst ihn finden. Er hat drei von euch ausgeschaltet. Oder ihr. Wow, nein, 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 nein. Schön wär's, wenn die wenigstens irgendwann keine Munition mehr hätten oder so. Oh, komm, jetzt mach! Oh, scheiße, 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 scheiße! Doch, komm schon! Jetzt habe ich auf meinen Popschutz gespuckt. Oh, das kotzt mich sowas von an. Und ich dachte die ganze Zeit, es würde schwierig werden. Das gibt es einfach raus. Nicht. Ja, Herzfrequenzmesser, bla bla bla. Insassen auch einen geräuschlosen Ausschalten. Bleib in Bewegung und verhindere, dass sie dich so entdecken. Ja, ist klar! Aber wenn die ganze Zeit ich mich rumdrehe und der Umhang aus der Deckung auf immer hervorkommt und die Gegner mich deshalb sehen, dann weiß ich ohne mehr. Dann ist Batman irgendwie fehlkonzipiert mit seinem verkackten Umhang. Jedes Mal hier, wenn ich Eckendeckung mache und dann raus aus der Eckendeckung mich dann rumdrehe, dann wird hier der Umhang sofort gezeigt. So, dann müssen wir nämlich... Hör zu, machen wir das mal. Du bist nur noch am Leben, damit Batman hier einen hat, den er retten kann. Der Umhang ist viel zu sehr. Danach amüsieren wir uns dann mit dir. Viel zu wallend, sag ich mal. Euch Versager als Wischmopp benutzen. Okay. Ein Scheiß wird her. Kabelpot nimmt nur die Besten. Aber probieren wir es halt nochmal. Diesmal funktioniert es aber richtig. Wir sind Profis. Und also diesmal kriege ich es wahrscheinlich auch mit dem lautlosen Ausschalten besser hin. Und ganz sachte. Wundervoll. So, jetzt gehen wir mal. Ja, wo gehen wir da mal jetzt hin? Wenn die einen jetzt. Mir fehlt ein Mann. Das ist nicht gut, oder? Aber ich bin mir sicher, dass mich der Rest von euch nicht enttäuschen wird. Wie könnte man das mal machen? Pinguin hat euch einen Befehl gegeben. Los! Die werden jetzt hier langlaufen. Den ersten werde ich wahrscheinlich ganz fix K.O. machen. Da bist du ja. So, okay. Okay, und fix ausschalten, komm. Wow. Nein, das war die falsche Waffe, du Pfosten. Okay. Hallo, gibst du mir jetzt endlich mal deine Waffe her? Oh. Und wieder einer ausschalten. Hier war doch noch einer, okay. Gib mir jetzt deine dämliche Waffe, du Typ. So, du wirst jetzt nochmal fix ausgeschaltet. Okay, immer schön die Geißeln im Auge behalten hier. Boah, was war denn das gerade? Ist dir eigentlich klar, wie viele Knochen ich dir noch brechen könnte? Oh Gott, bitte, bitte, tu mir nicht weh, ich sag dir alles, was ich weiß. Oh, sehr schön. Was geschieht da drinnen? Habt ihr Batman schon aufhalten können? Was ist mit dem Anzug von Freeze? Antwortet mir! Also, dann ist es doch mal jetzt... Also, das war jetzt ein sehr schöner Kampf. Das war wundervoll gelöst. Wo steckst du, Batman? So. Jetzt mal fix explodieren lassen hier. Hey, hallo. Ja, jetzt. Wir hatten das und das und das. Ja, und ich wollte mal gucken, was wir denn jetzt neu freigeschalten haben. Wir haben haufenweise Riddler-Trophäen.
Hier oben ist noch eine, die können wir dann gleich noch mitnehmen. Aber darum geht es jetzt erstmal nicht. Es geht um, Wärmesignaturtarnung. Wie verhält sich das denn? Okay. Ach, dann brauche ich. Mithilfe der Wärmesignaturtarnung kann Batman sich für Feinde mit Infrarotsichtgeräten unsichtbar machen. Dies funktioniert aber nur so lange, wie er sich nicht bewegt, während er gescannt wird. Wenn Batman sich während des Scannens auf einem Aussichtspunkt zu oder von ihm wegbewegt, wird er trotzdem entdeckt. Ah. Aber wenn ich draufstehe, dann nicht. Das will ich ja eigentlich. So, mal gucken, ob es also eigentlich noch so. Okay. Sonst noch irgendwelche Neuerungen? Klingen ducken, ja. Das brauche ich aber nicht. Eine Ultra-Betäubung. Wie funktioniert das denn? Mittlere? Oh, bitte nicht. Ich hoffe, das funktioniert auch mit Q. Fußangeln, Bolas, nee. Was ich hier brauche, ist viel mehr von dem. 1620, ja. Bald habe ich wieder einen schönen Punkt. Auch Bombe, DSL, Distanzstromladung. Das ist ja mal toll. Funktioniert denn das? Links, rechts, links zielen und Negativladung abfeuern. Oh nein, ich muss das wirklich irgendwann mal auf Daumentaste wieder legen. Ich krieg doch die Krise. Das muss wieder alles fein auf den Daumen. So, guck mal erstmal, was hier unten noch alles so ist. Hier ist anscheinend nicht sehr viel. Ah, doch. Ach, komm. Alter, was war denn das? Sieh dir doch mal dieses herrliche Ding an. Hey, wo steckst du, Batman? Der kleine Rat, ich glaube, dass sie mir entkommen könnte. Halb und Sprengstoff entgegenfliegt. Hey, Batman. Oh, was haben wir denn hier? Wie gut das Zeug ist. Es hält auf kurze Distanzen eine 9 mm auf. Hier drüben. Sehr praktisch. Wie kriege ich jetzt das Teil auf? Das Teil kriege ich... Ah, indem ich diesen... Wo steckst du, Batman? Den brauche ich nicht. Den kryptografischen Sequenzer brauche ich. Jetzt habe ich ihn. Hacken wir mal den guten Bogen hier. Und... Wow. Das ging einfach. Hey, Batman. Sonst noch irgendwelche Sachen hier drinne? Pinguine oder so? Nö. Ich mag es irgendwie nicht, ja, immer in diese Dinger da reinzugehen, weil ich habe da immer Angst, irgendwie eingesperrt zu werden, weil das... Hey, das kann man ja doch verstehen. Was ist das denn eigentlich hier? Distanzstromladung. Okay. Also das ist bloß zum Kämpfen gedacht eigentlich. Hier ist auch nichts. Hey, den Batman. Hatten wir, glaube ich, schon. Ja, mit dem Typ... mit Batman. Mit dem anderen hier, hey, Polizisten, da reden wir, ne? Und wenn du deinem Angreifer eine schöne Überraschung bereiten willst, dann nimm uns einfach das hier. Nicht schreien zu laut, hey, Überraschung! Batman. Wie 1, 2, 4. Oh. Das ist natürlich auch noch genial. Das hätte ich eigentlich... Wieso habe ich das nicht gemacht? Hey, wo steckst du, Batman? Brauche ich nicht. Sehe nichts Böses, sag nichts Böses, höre nichts Böses. Hier muss doch irgendwo was mit solchen Affen zusammenhängen. Weil diese Reden, Hören, Sagen, Sachen haben doch meistens immer was mit diesen Affen zu tun.